So, top, die Fette grillt. So. Ah, muss jetzt, egal, ich gehe jetzt kurz in die Hocke. Freunde, Schnee im Dezember, ja, war ja auch eher ein bisschen scheiße. Wir müssen uns heute da ein bisschen mal im Archiv wühlen, um euch ein neues Video zu machen, hochladen zu können. Mir ist so kalt, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, Sönke ist ja noch krank. Wir können jetzt aktuell nichts drehen, deswegen gibt es jetzt Archivsachen. Und ich habe auch extra was rausgesucht, wo im Video auch Schnee zu sehen ist. Ne? Also, haut da rein. Bis gleich, viel Spaß beim Video. Dranbleiben. Und also jetzt dranbleiben und danach abschalten. Ne? So, bis denne. Grauenhaft. Ich zünd jetzt erstmal hier diese Scheiße an. Boah, ist das hier eine Wichse. Ist es windig? Nee, gar nicht. Gut. Das Holz. Das Holz. Ja, das soll ich schon irgendwas sagen? Oder? Ja. Ne? Mach doch schon mal, ich zünde hier ein bisschen das Holz an und dann. Ja, es liegt Schnee. Es liegt Schnee. Was ist los? Es ist nicht wahr. Also, jetzt ist schon ein bisschen her. Das war mal wieder ein Video. Jetzt hier an, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, was machen wir denn heute eigentlich? Wir machen heute Pumpgun-Patronen. Pumpgun-Patronen, ja. Hier, mit der Nudeln hier. Ne? Das zeige ich euch gleich nochmal von nahen. Cannelloni, sind immer 24 Stück drin in der Packung. Bacon. Und dann füllt er diese Dinger mit Hackfleisch, umwickelt die mit Bacon. Und dann kommen die hier gleich auf dieses Gerät hier. Auf das Gerät. Auf der Gerät. Auf der Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Ja. Ja, also du musst es jetzt da unter Feuer machen. Warum habe ich denn die Dinger überhaupt jetzt angezündet? Weiß ich nicht, wir haben es doch. Alter. So, ich stehe hier in Rauch. Auf, ne? Das ist, wir stehen beide im Rauch. Wir können inzwischen ein bisschen weiter rüber rücken vielleicht. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Da. Stehst du genau vor mir. Ja, dann musst du da. Dann gehe ich jetzt in Rauch. Ne? Schön. Oh, hier Schatten. Guck mal. Schatten. Ja, super. Dann sieht man dich halt auch. Ja, ist doch fantastisch. Das wird nichts heute. Das wird nichts. Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Fangen wir einfach an. Ich mach schon mal das Bier auf. Du musst ein bisschen was quatschen. Ne? Ich reiß die Hülse noch. Ist ja egal, ob der Idiot den Hut dann auf hat oder nicht. Das habe ich gehört. Nix, hast du nichts gehört. Ne? So. Das kommt mir nämlich so weit weg vor. Aber das ist jetzt egal. So. Hast du die Pilsetten offen? Ja. Also, es ist doch. Meine, es geht. Was machen wir? Wir machen Shotguns. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Prost ja, erstmal. Prost. Ne? Prost. Endlich Prost sind wir trinken. Wieder da. Prost heißt trinken. So, jetzt kannst du. Jetzt. Endlich sind wir wieder da. Der Alltag, das Wetter, das hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir wollten nicht wieder vor diesem scheiß Kacktor, dieses kackbraune scheiß Garagentor, da wollten wir diesmal nicht vordrehen. So, letzte Nacht hat es schön geschneit, Wetter ist gut, liegt halt Schnee. So, auch nicht wie geil. Ne? Es wird nur ein bisschen frischer heute. Ne? Ja, ne, aber du hast ja die Ärmel unten. Also ja, ich habe jetzt keine. So frisch ist das ja nicht, ne? Nee, ja nicht. War ich ja hier. Ja. So, ja, wir. Die Kohlen zünden gerade durch. Ne? Sönke muss ja unbedingt noch ein bisschen Holz drunter packen, weil er kokeln will. Hätten wir nicht gebraucht. So. Doch, hätten wir doch. Doch. Ja, wir kippen dann hier die Kohlen rein. Das zeige ich euch gleich alle nochmal. Und dann kommt diese Schale hier mit den Shotguns. Die haben wir schon vorbereitet. Wir zeigen euch aber gleich nochmal, wie wir das gemacht haben. Da kommt dann alle Folie drüber und dann backen wir die hier drin. Und wir hoffen, dass der Bacon später knusprig ist, dass das Hackfleisch durch ist und die Nudeln weich. Genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. Und dann verköstigen wir ein bisschen, nicht? Ja, in alter Sitte. In alter Sitte? Vor der Kamera. Ja, nicht? So. Ach so, wir müssen jetzt mal auch mal ein paar Leute erwähnen. Wir müssen jetzt mal ein paar Leute erwähnen. Ja, stimmt. Also erstmal R&K Barbecue. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Dass ihr uns quasi ermöglicht habt, mit Johnny so ein bisschen in Kontakt zu treten
Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall auf dem Lunsa. Grüße auch an Stefans Grillecke. Wen haben wir noch vergessen? Der Nordseegriller. Ne? Nordseegriller. Oder High Noon Barbecue ist auch immer mit am Start. Und ganz, ganz liebe Grüße gehen auch an Johnny raus. Die Grillshow, da wir verlinken euch das da unten alles. Da müsst ihr mal gucken. Der hat auch einen geilen Shop. Da haben wir jetzt hier so einen geilen hitzebeständigen Handschuh. Hier richtig geiles Ding. Seht ihr dann auch noch mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht, ob das hier nicht zu duster ist. Ich zeige euch das nachher noch mal von nahen. Weil wir haben hier Sonne-Schatten-Probleme. Aber ich kann jetzt gleich noch mal das Licht ein bisschen hochdrehen. Das haben wir noch vergessen. Das Brenneisen. Das Brenneisen, genau. Das Brenneisen haben wir vergessen. Ja, das zeigen wir euch aber später. Ja. Also, ne, Johnny hat uns hier so was Cooles zugeschickt. Und Flaschenöffner, da bauen wir nämlich noch was Cooles mit. Ich weiß nicht, wen ich vergessen habe. Wenn ich wen vergessen habe, dann tut uns das leid. Ja. Dann ist nicht böse gemeint. Aber wir frieren uns hier gerade ein bisschen den Arsch ab. Also du? Ja. Ist kalt. Ja, ich finde es eigentlich ganz nett. Findest du? Ja. Schön. Schön. So, wollen wir jetzt mal so ein Vieh einwickeln? Oder? Wickeln wir mal so ein Vieh ein. Ich zeige euch das mal. Ne? Ich hole euch ran. Und du wickelst so ein Viech ein. Ich wickel das mal ein. Ne? Dann bis gleich. Also nudelmäßig haben wir jetzt Cannelloni genommen. Also Röhrennudeln quasi. Haben die mit Mett gefüllt. Wir haben Thüringer Mett genommen, schon fertig gewürzt. Haben noch ein bisschen Barbecue-Soße mit reingemischt. Und halt noch ein bisschen nachgewürzt. Boah, und du rollst sie jetzt einfach ein. Genau, und ich hole die jetzt einfach ein. Wichtig ist, dass wir halt die Enden einmal mit einwickeln. Damit der Saft da nicht rausläuft, sondern die Nudel soll ja weich bleiben. Oder soll weich werden, sag ich mal. So, und dann wickeln wir einfach das mit Speck dann nochmal rundum ein. Richtig schön einwickeln, das gute Gerät hier. So, zwei reichen nicht, also noch einen dritten. Noch einen dritten? Noch einen dritten. Noch einen dritten. Noch einen dritten. Okay. So, sollte auch schmecken. Bei den anderen haben wir immer nur zwei genommen. Genau. So. Also zwei Streifen Bacon müssten eigentlich reichen. Und so sieht das Ganze aus. Perfekt. Wunderschön, würde ich sagen. Ja, sieht Bacon auch schon so schon lecker geil, aus. Ne? Mit Bacon ist alles super. Alles geil. Ja, wir machen jetzt den Rest hier fertig. Dann ist der Grill auch langsam warm. Wir haben auch jemanden vergessen zu erwähnen, aber das sage ich gleich nochmal. Nicht? So, hier geht's gleich weiter. Dann bis gleich, Freunde. Wir haben nämlich auch noch wen vergessen und wir machen das Ganze wieder auf diesem geilen Grill, der C-Grill von Matthias. Das verlinke ich euch unten auch noch, das Gerät. Wenn ihr den haben wollt, einfach E-Mail schreiben, anrufen, was auch immer. Der ist super lieb, super nett, hilfsbereit und der baut euch den Grill so, wie ihr das wollt. Ne? Also da ist alles variabel an dem Ding. Luftzufuhr könnt ihr hier verändern. Haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon im Detail ein bisschen mehr gezeigt. Der ist jetzt hier quasi immer dabei, nicht? Was hier, so habe ich überhaupt mein Mikro, genau, was wir hier so machen, ne? Das ist schon wieder. Ja, was soll ich sonst sagen, ne? Wir warten jetzt, bis die Kohlen durch sind. Genau. Und dann kommen hier die Granaten, kommen dann hier auf den Grill. Wir decken das noch mit Alufolie ab. Entschuldigung. Macht nichts. Kann ich ja auch nicht rausschneiden, kann ich aber auch lassen. Ja, kannst du. Mann, willst du das trinken? Prost. Prost. Fadi, ja! Nur mal Nüttenkorn. Wir decken das nochmal mit Alufolie genau. ab. Wir decken das nochmal ab. Und dann seid ihr gleich wieder dabei, wenn es losgeht. Ja. Ja. Weil wir ziehen uns jetzt erstmal kurz ein Jäckchen drüber. In der Zeit, bis die hier durchgeglüht sind. Ja, dann sind wir wieder da. Bis gleich, ne? Bis gleich, ne? So. Tschüssing. Ja, noch nicht ganz tschüssig eigentlich. Also nicht ganz, achso. Ja, wir müssen ja erstmal hier nochmal. Oh, das kommt aber. Ja, jetzt kommt es ganz gut. Oh, das heißt ja. Oh, oh, oh. Mach mal einen Lecktest. Ja, ich habe Lecksuchspray. Oh, fein. Muss dann ein bisschen Holz nachlegen. Geil, die Handschuhe sind geil, oder? Ja. Die sind mega. Die sind super. Die Johnny, hast du dich selbst übertroffen. Die fühlen sich auch irgendwie geil an. Ja, vor allen Dingen kannst du dann auch anziehen, wie du willst. Ne? Bisschen wie so eine Lederhure. Oh. Hure. Das läuft ja noch. Das ist egal. Ja? Ah, ist schön. Schön. Der ist auch, da kannst du auch so drin rumgrabbeln. Jetzt kriegen wir hier eine Schneeflut hier ab oder was ist denn da? Oh, das ist ja eine schöne Lawine. Alter, so eine Lawine vom Dach jetzt. Arsch. Nein. Oh. Ey, gestern Nacht, ne? Hab ich mich schön auf die Fresse gelegt.
Ja, gut. Ja, das kommt ja, weil du tolle Schuhe hast mit. Ne? Ja, ich war ja in der Garage. Ja. Da muss ich ja nicht die Bergstiefel anziehen. Das ist richtig, aber. Ja. So. Nur mal gucken, ob es glatt ist, ne? Ich bin so vorsichtig so runter, Alter. Und dann haben wir jetzt mal voll aufs Mett gepackt. Die Kohlen sind durch, die schmeißen wir jetzt drauf. Ja. Ich muss das mit dem Handschuh zeigen hier. Ja, Handschuh. Mal hier, guck mal. Hier. Passen ein Mann hervor. Und sein Handschuh. Geil, ne? Geh mal hier rüber. Oh, das ist schon wieder nice. So. Rest oben. Ja, der schmeißt ruhig alles auf die Terrasse. Schon. Aber es ist nicht so schlimm. So ist nicht so schlimm. Solange es nicht in die Schuhe fällt. Was war denn das? Das war Holz. Du hast Handschuhe an, du kannst sie auch wieder aufsammeln. Ja, warte, die musst du erstmal das Ding auskippen. So, gucke. So. Jetzt. So. Ja. Stell's nicht in Schnee, sonst. Nein. Oh. So. Oh, hier. Sind wir ein bisschen drin rumpolen mit den Handschuhen? Richtig. Das ist schön. Also, die Handschuhe sind spitze, ganz ehrlich, da merkst du gar nichts durch. So. Zeig die nochmal. Hier so, ja? mit der Glut hier, das wäre doch geil. Hier, guck mal hier. So, kannst du einfach so reinfassen hier, ein bisschen verteilen. Mit den Dingern, das geht hervorragend. So, hier unten nochmal. Oh, ja. Ja, das ist schlecht. Nee, geht auch. So, geht auch. Super. Super. Und geht? Oder hast du heiße Finger? Ja, es wird irgendwann heiß, natürlich. Weil es ja halt Stoff ist. Hast du nochmal so vorhalten und ein bisschen ruhig halten? Ich wollte das nochmal so. Was vorhalten? Den Handschuh hier mal so hin. So. Und mal, ja. Warte, muss man ein bisschen so. So. Genau, hier. Da, ja? Leute, da im Shop. Da sind sie. Da im Shop, die Grillshow. Spitzendinger. Ja? Verlinke ich euch. Spitzen. So. So, dann drehe ich jetzt mal die. Das Gitter hier mal schön rüber. Genau, jetzt kannst du eigentlich schon die Gitter. Die Kolben darüber. So, hier haben wir jetzt eingepackt eine Alufolie. So, stellen wir hier schon. Boah, aber ein. Ganz genau, ne? So. Oder wollen wir den nur einen höher drehen? Ich muss ja eh nochmal drehen hier. Ja. Na, so. Dann schieben wir hier schön unten dran. So. So. Ich guck nochmal hier, das werde ich nochmal. Ah ja, schön, heiß. Ich laufe auf Kohlen. Ja, ich auch. So, das ist unser Setup hier. Mach nicht so viel Krach da. Entschuldigung. So. So, und da wir jetzt noch ein bisschen Mett über hatten. Boah. Und ein bisschen Speck. Das schmeißen wir da gleich so drauf. Oben auf den Plancher. Aber das, ich hänge euch mal wieder hin hier, würde ich sagen. Genau. Ne? Das ist hier der Grill. Ja. Richtig geiles Teil. Die Handschuhe haben sie angetan, ne? Ja, schön. Das nächste Steak, was wir machen, da schmeißen wir auch mal unser Branding drauf. Genau. So, ich hänge euch wieder hin. Also die Shotguns lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde drauf. Stunde? Eine Stunde. Gut. Dann nehmen wir sie runter und dann pinseln wir sie ein mit einer Barbecue-Soße. Ja, alles klar. Ne? Gut. So, ich mache mal ein bisschen oben die Plattenschale noch ein bisschen sauber. Ach, Öl ist hier unten. Öl, ja. Öl. Ja, und dann schmeißen wir da gleich. Ja, wir hatten uns ein bisschen verkalkuliert. Haben wir ein bisschen zu viel Hackfleisch, ne? Ja. Kann man jetzt genug haben. Hackfleisch kann man nicht genug haben. Hast du hier mit der Terrasse gemacht? Also ich bin jetzt. Was ist, klebt unterm Schuh, Mann? Deine Mutter klebt unterm Schuh. Nee, das glaube ich nicht. Ja. Die passt da nicht unter. Alter, ich kann so. Nachher gleich noch mal duschen. Ja, aber ich mag duschen, ja. Magst du duschen? Ich finde duschen geil. Oh. So, die Plante ist auch schon recht heiß. Ja. Ja. Ist sie schon heiß? Ja, pass mal auf. Ja. Daher kommt unser Name. Pass auf. Wir nehmen jetzt mal ein Probestück. Ein Probe. Oh, Speck. Leco mio, ey. Und wir das mal einmal raufwerfen. Guck mal. Ja, schmeiß so. Mal drauf. Ne? Ich glaube, es ist heiß. Ich würde sagen, es geht. Ich glaube, es ist heiß. Oh, geil. Oh, guck dir das an, wie der sich zusammenzieht. Ha. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen noch vor uns hinbrutzeln, weil das braucht ungefähr anderthalb Stunden. Ja. Nee, eine Stunde. Dann pinseln wir es ein. Dann noch mal eine halbe Stunde drauf. Ab und zu drehen wir es mal, weil die Kohle nicht bis hier vorne kommt. Das sehen wir gleich. Wir probieren das auch jetzt das erste Mal aus. Haben noch so zwei Probeexemplare, ob man das mit dem Anbraten machen kann. Normalerweise pack mal die in den Smoker, aber wir wollen das Ding hier benutzen. Genau. Und das machen wir auch. Ne? Ja, ja. Grüß euch. Prost. Ne? Auf euch. Ah.
Ich ziehe mir jetzt was an. Ich auch. Ja, das ist jetzt alles hier eine Stunde schon drauf. Oh, ganz schön heiß. Wir holen jetzt runter, pinseln die mit Barbecue-Soße ein. Da hole ich euch ran. Und du bist schon vorbereitet? Ich bin vorbereitet. Eine Grillshow-Handschuhe dabei. So, ich hole euch mal ran. Was das Gerät. Oh, zischt aber. Ach, egal. So. Dann wollen wir den mal langsam runterpolen hier. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hat sich so ein bisschen die Kohle durch die Alufolie gefressen? Ja, durch die Oberhitze? So, jetzt lüfte das Geheimnis doch endlich mal. Ja, mach das. Oh. Oha. Guck mal, guck, wie schön das aussieht. Das sehe ich gleich, wenn du es mal abgenommen hast, endlich mal. Ja, es ist nicht so einfach. Es ist schön untergepult da. Die Asche da noch ein bisschen. So. Oha. Ja. Guck dir. Ist da jetzt heiße Kohle auf dem Tisch? War. Gut. Ja, so. Gerne. Handschuhe ausziehen. Ich doch gar nicht nach Plastik. So, das sind aber geile Geräte. Ne? Guck mal. Das sind geile Geräte. Schön ein. Moment. Okay. So, jetzt kriegen wir eine schöne letzte Ölung hier. Oh, geil. Richtig schön. Ja, mal sehen. Vielleicht machen wir die Teile auf dem Lunsa-Seminar. Wollen wir mal gucken, nicht? Joa, wir pinseln die jetzt wieder ein hier. Oder einmal. Und dann kommen sie noch eine halbe Stunde drauf. Halbe Stunde noch. Und dann sind sie eigentlich fertig, ne? Dann sind sie fertig. Ja, tipptopp. Boah, die sehen aus wie gemalt, ne? Und jetzt malst du sie noch an. Jetzt malst du sie noch an. Und das halt auf dem Grill, ne? Also nicht im Smoker. Geht auch. Du brauchst halt so einen Grill hier, ne? Da hast du schön Ober-Unterhitze. Zeig ich euch das mal. Ja. Haben wir noch die Plansche noch mal oben drüber. Ein bisschen als Reflektor, nicht? So. Und hier, ja, hat Matthias sich schon was Geiles einfallen lassen mit dem Grill. Richtig geiles Gefährt, würde ich sagen. Ne? So. So, du pinselst weiter? Ja, bin auch schon fast fertig. Ne? Hier. Ich kann den Leuten das ja auch mal zeigen, wie du da stehst und frierst. Ja. Es ist doch ein wenig frisch, muss ich sagen. So, ich bin ja auch schon fast fertig hier. So. Ja, alles klar. Verteilen noch und dann gut. Kommt dann die letzte. Ich hänge die mal wieder hin hier. Ja. Zack. Die Shotguns kommen gleich wieder drauf. Ich wär. Boah, jetzt habe ich aber hier Schluck aufgehabt gerade. Ich wärme mich hier noch ein bisschen hinter dir. Ja. Am Grill. Und wir haben die jetzt glasiert. Halbe Stunde sind sie jetzt noch drauf. Dann kommen sie endgültig runter und dann probieren wir das Ganze mal zusammen. Ne? Also würde ich sagen. Durch. Oh, Drecks Schneepisse, ey. Ehrlich. Das so ich hab's mir eigentlich, ich finde die Schnee geil. Ne? Und jetzt sind wir wieder da. Ja. Ne? So. Und wieder in der Kälte. So. Schaut euch den geilen Scheiß mal an. Leute. So, komm, wir probieren. Ja. Ich versuche mal einen rauszuwühlen. Ne? Wühl mal einen raus. Ich halte da so lange drauf und dann stelle ich die Kamera noch mal hin. Das sind vielleicht dann zwei. Das könnte vielleicht eher klappen. Mal sehen. So. Ja, ein. Ja. Gar nicht heiß, ne? Gar nicht heiß. Überhaupt nicht. Oh, boah, die sehen aber geil aus. Schön glasiert. Ich zeig das jetzt hier so noch mal. So, wollen wir anschneiden? Wir schneiden an. Schneid mal an. Schneid mal an, schneiden wir mal an. Und eine schöne Kruste auf jeden Fall. Zack. Jawohl. Leg mal so nebeneinander hier. So. Boah. Boah, das ist Porno, ne? Das ist Porno. Das ist mehr als Porno. So, ich hänge euch jetzt wieder hin. Anderthalb Stunden, ne? Anderthalb Stunden, ja. Oh, hier, probieren wir mal das. Auf euch, ne? Oh ja. Oh. Komm, Bierchen. Rollen, ja. Oh, Prost. Prost.
auf jeden Fall nachmachen. Das Rezept schreiben wir euch unten rein. Also sehr lecker. Mm. Und wer zum Lunsa kommt, ich glaube, der kann das probieren, ne? Ja. Wollen wir das da machen? Ja. Ja. Oh, mm. Großartig. Ja. Geil, schön. Hast du gut rausgesucht. Hm. Hm? Ja. Boah. Oha. Oh. Oha. Ah, verdammt. Ah. Hm. Nee, schön die ganze Asche auf den Viecher. Oh Mann. Ich will mal schnell runter da. Ja. Oh. Hälfte eingeatmet. Oh, tu lieber hier oben drauf. So. Ja, abschließend würde ich sagen, gelungen. Ne? Ja, blutiger Versuch. Ja. Ne? Geil. Das ohne Smoker halt nur auf dem Grill. Wie viel passen da rein? Wie waren das? 27. 27? 27 Stück. 27 Stück in so eine Gastroschale da von Ikea. Müssen wir mal reinkloppen. Ne? Bacon braucht da echt eine ganze Menge. Ja, das war ordentlich. Ja, Hackfleisch. 1,5 Kilo, sag ich mal, reichen, ne? 1,5 Kilo reichen. Also für 2 Schüsseln 3 Kilo, da kommt er gut mit hin. Ja, was haben wir noch zu sagen? Wir frieren uns hier tot. Ich brauch keinen Bock mehr jetzt. Wir gehen jetzt rein. Wir essen jetzt noch mal ein bisschen was. Genau. Oh, hier ist ja noch was. Witziger. Ja. Oh, geil. Hm. Ja, und ein bisschen krass. Und ein bisschen krass, ja. Hm. Ja. Hm. Abstand höher machen jetzt mal. Ja. Hm? Ja, und wie es dann immer so schön heißt, ne? Nachmachen und jetzt abschalten. Abschalten, nicht? Tschüss, Jen. Ciao. Geil. Hm? Hm. Oh. Hm. Hm. Echt essbar, ne? Ja. Richtig lecker. Auch wenn die jetzt so ein bisschen kross unten sind. Ja. Ich sag mal so, hätten wir das jetzt hier ein bisschen höher gemacht, wären die noch anders, ne? Ist ja quasi erstmal als Testung, ne? Mhm. Quasi. Ja, halt ein bisschen die Höhe regulieren und dann passt das. Die sind schon geil. Also die sind so schon geil. Ja. Ja. Lecker. Also ich würde sagen, wir packen die Schüssel und dann geht's erstmal rein. Na, hol mir hier einen. Ass abfriere hier. Und da drin verpissen. Arschkalt, ja. Mm. So. Ah. Natural Born Griller. Genau. Ich würde sagen, so Feierabend, Emma. Ja. Tschüss. Ja. Ne? Abfahrt. Bis denn.